Liebe Freunde der wohlfeilen Unterhaltung, ich bin Ingo Wohlfeil und das ist mein Kanal. Sommer, Sonne, Luxusfinca, Mallorca. Nina Christine hatte alles, außer den richtigen Mann für den heißen Sommer zu zweit. Na, da schenk ich der armen Frau doch mal eine Castingsendung, dachte ich mir. Kann ja nicht so schwer sein, dachte ich mir. Naja, das stellte sich dann doch ein bisschen komplizierter heraus als gedacht. Und was draus wurde, zeige ich euch jetzt. Normalerweise trinke ich eigentlich gar keinen Alkohol, aber ich bin mega, mega aufgeregt, weil heute kommt der erste Kandidat. Heute kommt Johnny. Johnny ist Personal Trainer, was ich total super finde, weil ich müsste wirklich mal wieder ein bisschen Sport machen. Und ich dachte mir, naja, wenn er hier ist, dann können wir gleich mal direkt ein bisschen am Pool Workout machen. Und er ist auch Schauspieler. Ich stehe auch so ein bisschen auf Rollenspiele, muss ich sagen. So, ich bin der Serkan, ich komme aus Berlin. Ich bin in Berlin geboren. Ich bin vom Beruf Fitness Personal Trainer. Also falls ihr mal einen starken Body wollt, könnt ihr immer jederzeit zu mir kommen. Vielleicht ist er der Mann für den Sommer. Ich meine, das ist ja, man ist total unter Druck, weil wenn er es ist, dann ist das mindestens für 3 Monate exklusiv. Normalerweise trinke ich ja gar keinen Alkohol, aber weil ich heute so aufgeregt bin, deswegen dachte ich, ein Schlückchen am Morgen kann ja nicht schaden. Na, geht's gut? Ja, hier. Alles bestens. Hattest du eine gute Anreise? War alles super gewesen. Hi, hallo erstmal. Geht's dir gut? Ja. Oh. Am Anfang war ich schon ein bisschen so. Ja, die Aufregung war schon auf jeden Fall da, aber jetzt, wenn ich wirklich so bei dir bin, so live, ist es schon auf jeden Fall anders. Auf jeden Fall eine sehr, sehr entspannte Atmosphäre, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich langweile mich zu Tode. Außerdem habe ich schon ganz lange keinen Sport mehr gemacht. Okay. Und ich dachte mir, ich lade dich ein, weil du ja auch Personal Trainer bist und wir können direkt ein bisschen Workout machen unten am Pool. Können wir gerne machen, da kann ich dir so einige Übungen zeigen. Dann komm, dann nehmen wir nach Luft. Ich war so aufgeregt heute Morgen, dass ich mir einfach vergessen habe, was anzuziehen. Oder auch, dass ich einfach nicht das Passende gefunden habe. Ja, es ist ja so schwierig, für das erste Date immer das passende Outfit zu finden. Und da dachte ich mir, naja, ziehe ich am besten gar nichts an. Zusammenarbeitet, sage ich mal, dann sollte man sich schon wirklich einfach auf das andere konzentrieren, nur auf das eine. Er konnte sich noch nicht wirklich als mein Fitnesstrainer qualifizieren. Ich hatte das Gefühl, er ist ein bisschen unsicher und wurde auf einmal auch so streng. Und das bin ich nicht gewöhnt, dass jemand so streng zu mir ist. Also, ja, wenn es so heiß ist, dann will ich die Übung ja auch nicht machen, so wirklich. Ich wollte eigentlich auch sehen, wie er so in Action aussieht. Ich dachte, er zieht jetzt mal sein Shirt aus und zeigt mir, was er für tolle Muskeln hat. Aber der hat das Ganze total ernst genommen. Also ich muss jetzt wirklich mal sehen, wie er ohne T-Shirt aussieht. Deswegen habe ich mir überlegt, ich gehe gleich mal mit ihm in den Wilden Garten. Und da kann er ein bisschen Unkraut jäten, ne? Ich muss mal gucken, wie er sich so macht. Wenn ich mich reinsteige, ist alles vorbei. Warte. Gib mir die Tasche. Wenn ich sterbe, sterbe ich mit meiner Gucci-Tasche. Deine Gucci-Tasche. Dankeschön. Oh. Ich
finde ja, du könntest mir mal den Rücken ein bisschen massieren, also die Schultern. Jetzt, wo ich mich so angestrengt habe, diesen ganzen großen Berg habe ich erklimmt. Das mache ich gerne. Ich war in Gefahr, in Lebensgefahr, meine Tasche auch. Wie ist das eigentlich mit deinem Bart, Johnny? Behindert er dich nicht in vielen Sachen? Eigentlich nicht, aber was hast du eigentlich die ganze Zeit gegen meinen Bart? Nein, ich habe gar nichts gegen deinen Bart. Ich denke nur, du würdest anders aussehen, wenn er nicht so lang wäre. Du musst den Willen haben, ein Opfer für mich zu bringen. Du hast heute ein wunderschönes Kleid an, muss ich dir sagen. Dankeschön, das ist neu, das ist von Cavalli. Wunderschön. Mhm. Ich kann da was durchsehen. Was denn? Ja, ich will es dir nicht sagen. Das kannst du dir doch schon denken, oder? Hast du mir auf die Brüste geschaut? Kann man doch nur hinschauen, was soll ich denn machen? Oh, jetzt sieht man Riesen, die Nippel gehen. Oh Gott! Da ist der Nippel, genau hier. Ja, hast du gar nicht mehr so laut? Also an erster Linie muss ich ganz ehrlich sagen, ich habe mich sehr gefreut, die Nina Christine zu treffen. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich hatte einen schönen Tag mit dir gehabt. Ich hoffe, dass ich zum Schluss als Sieger dastehen werde und ich würde mich sehr freuen. Also auf einer Skala von 1 bis 10 würde ich Johnny auf jeden Fall die 8 geben. Er ist sehr, sehr attraktiv, er hat tolle Augen und jetzt ohne Bart sieht er wirklich richtig, richtig gut aus. Wie werdet ihr den Abend jetzt noch weiter verbringen? Wir werden jetzt erstmal unsere Flasche Champagner zu Ende trinken und dann werde ich ganz brav nach Hause fahren, weil ich bin ja ein anständiges Mädchen. Wenn euch dieses Video gefallen hat, dann seid doch so lieb und lasst einen Daumen da. Wenn ihr euch in mich verliebt habt, dann abonniert doch gleich. Tschüss, bis zum nächsten Mal.